Oh, ziemlich heftig, oder? 5:05 ist es. Einen schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Damen vor allem mal, aber ich finde, wenn ein Mann in der Küche steht und kocht, dann ist es so richtig sexy. Wenn er dir dann nicht mal erlaubt, irgendwas zu helfen, das hat schon was. Ich würde mich selber dann so als mittelmäßig sexy bezeichnen. Mittelmäßig also sexy? Es geht schon mehr als Spiegelei. Okay. Ich würde sagen, so Curryhuhn mit Banane oder Gemüsepfanne, wow. Pizza on the rocks. Okay, das klingt aber schon richtig gut. Also Tiefkühlpizza. Also ja, okay, alles klar. Da hast du es wieder ein bisschen relativiert. Aber die Männer, die wir Ihnen jetzt vorstellen, die sind dann 100% sexy, denn sie sind absolute Spitzenköche. Genau, und die machen mit bei einem Wettbewerb, der heißt Bocuse d'Or, also Gold Bocuse, nach dem berühmten Küchenchef und Meisterkoch. Und da geht es jetzt darum, dass in Wien die Ausscheidung war. Und wer dort gewonnen hat, der darf dann weiterziehen nach Schweden. Der Bocuse d'Or, der Oscar unter den Kochpreisen. Jetzt entscheidet sich, wer für Österreich darum schnippelt, brät und dekoriert. Und hier sind die Köche, Maximilian Eichinger vom Landhaus zu Appesbach in Oberösterreich. Fabio Binkelhofer aus dem Restaurant Pfefferschiff in Wien. Und Ralf Kampf kocht im Salzburger Restaurant Weinzierl. In 5 Stunden kreieren die drei jeweils eine kalte Fisch- und eine warme Fleischspeise für 14 Personen. Mit vorgeschriebenen Zutaten wie Austern, Schinkenkeule oder Schweinedarm. Und stressig? Nö, hab Zeit. Wir sind ganz gut in der Zeit und wir sind auch gut vorbereitet. Also es läuft eigentlich alles nach Plan. Also ich mach das extrem gern. Mir macht es sogar mehr Spaß, mich von Köchen bewerten zu lassen bei so einem Wettbewerb. Also alles kein Problem? Das Wichtigste ist eigentlich die Zeit. Also wie wir es kochen, wissen wir es ja eh. Und wir hoffen halt, dass einfach nichts schief geht. Positive Energie brauche ich. Die braucht dann noch der Gewinner hier aus Wien, auf den die Europaauswahl in Stockholm am 7. und 8. Mai wartet. Das große Finale in Lyon folgt dann im Jänner 2015. Koch des Jahrhunderts Paul Bocuse kürt dort den besten Koch der Welt. 2005 gab es für Österreich den 6. Platz und damit die beste je erreichte Platzierung. Erkocht hat sie Thomas Dorfer. Das ist halt die Olympiade der Köche, man mag es so nennen, es findet alle 2 Jahre statt. Und man darf halt Österreich vertreten als Person und das macht einen schon ungemein stolz. Dieses Jahr ist er Teil der Jury. Und worauf achtet die beim Bewerten? Geschmack, Präsentation und die Idee hinter dem Gericht. Also besonders zu achten ist natürlich auf Geschmack, das ist das Primäre, auf die Optik und auf den Gesamteindruck. Den Geschmack. Es sollte in der Küche immer als allererste um den Geschmack gehen, aber das Auge ist mit. Den ultimativen Tipp für zu Hause gibt's vom Präsidenten der Jury, Rudi Obauer. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man privat eingeladen hat. Also macht sich so viel Arbeit und hat zum Ratschen nicht mehr Zeit. Aber Ratschen ist eine wesentliche Tugend für die Österreicher, damit es auch gemütlich ist. Und nur essen, was gemütlich ist, ist auch wirklich gut. Jetzt wird aber erstmal serviert und zum Ratschen bleibt leider keine Zeit. Et voilà, hier die Meisterwerke. Miesmuschelpraline und Kräuterferkel. Auster mit Oberskrähenperle und Spitzbeinragout und pochierter Seelachs, gefolgt von einer Ferkelkeule. Die Speisen sind verkostet, die Punkte vergeben und die Köche zittern, bis es heißt, zum Bocuse d'Or fährt Maximilian Eichinger. Was fühlt Österreichs Meisterkoch jetzt? Erleichterung, wahnsinnige Erleichterung und natürlich irrsinnige Freude, die ich aber jetzt im Moment noch nicht so zur Geltung bringen kann. Auf jeden Fall, bonne chance. Jetzt schmeckt das Frühstück, glaube ich, noch besser, wenn man so richtig hungrig ist, oder? Ja. Schönen guten Morgen. Welches Frühstück? Der Apfel könnt ihr. Okay.